Slowly but surely, we're coming to the end of this quite exciting day, but we are not there yet. We have two more very interesting sessions, and the first one of the last two is Dilek Gürsoy, and for this session, we'll be switching back to German. Dilek, freut mich sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Zeit. Hallo, ich freue mich sehr für die Einladung. Vielen Dank. Du bist eine der bekanntesten Herzchirurginnen in Deutschland und auch in Europa. Du wurdest 2012 die erste Frau, die ein Kunstherz implantiert hat. Das ist jetzt genau 10 Jahre her. Was hat das damals für dich bedeutet und was ist seitdem auch bei dir persönlich, aber vielleicht auch in der Branche passiert? Ja, ich habe 2012 diese Operation durchgeführt, hatte aber einen Teil davor oft schon vielmals operiert. Und an diesem Tag war das halt der vom ersten Schnitt bis zur letzten Hautnaht. Und für mich selber hat es nur insofern viel bedeutet, dass ich den Patienten einfach heile, auf die Intensivstation bringen wollte. Für mich war das damals nicht interessant, ob die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Es ist völlig egal in der Chirurgie, in der Medizin, finde ich. Am Ende des Tages muss der Patient überleben und das war meine größte Priorität damals. Und es ist bis heute, egal was ich tue, wenn ich an den Patienten rangehe, muss er es schaffen, entweder überleben oder... Europas, die ein totales Kunstherz operiert hat. We're having a few difficulties, but we're trying to get the internet back again. One für die Nachwelt. Moment. Dilek, du reißt manchmal ab. Hörst du uns gut? Ich höre, war ja manchmal auch still, aber wir, alles gut. Wir probieren es einfach weiter. Für alle, die sich nicht medizinisch bewandert sind, was ist denn ein Kunstherz überhaupt? Also wenn sowohl die linke Seite des Herzens als auch die rechte Seite des Herzens versagt und die konservative Therapie ausgeschöpft ist, ist der Patient terminal herzinsuffizient. Und die übrigen Organe können nicht richtig kreislauftechnisch aufrechterhalten werden. Und dann ist die Therapie der Wahl auch heute noch die Organspende für diese Patienten. Aber es gibt seit den 60ern Überbrückungssysteme, sogenannte totale Kunstherzen, wo dieses System dann zu Einsatz kommen kann. Und ich bin froh, dass es diese Systeme gibt und dass auch in der Pipeline, in der Forschung auch noch vieles noch ansteht. Jetzt ist es so, dass du warst nicht nur die erste Frau, die ein Kunstherz verbaut hat, sondern bist sozusagen das Thema Frau in der Medizin ist sowohl auf der aktiven als auch auf der passiven Seite ein Thema, dass diese Kunstherzen relativ groß sind und teilweise zu groß, um in den weiblichen Brustkorb zu passen. Wie kann das denn sein? Also, die Forschung hat ja in Amerika angefangen, die Geschichte zeigt es. Wir haben es gab sehr gute Koryphäen-Chirurgen in Amerika, die damals die Kunstherzen entwickelt hatten und damals eigentlich für den Mann geplant haben, weil sie meinten, dass wir halt Männer betroffen sind von dieser Herzinsuffizienz. Und ich habe immer mal gesagt, dass die Kunstherzen damals von Männern für Männern entwickelt worden ist und dabei meinte ich das gar nicht böse. Die Geschichte hat es so hergegeben und das war für die Zeit damals auch so. Aber jetzt wissen wir mit der Gendermedizin, die jetzt auch in den letzten Jahren ein Thema geworden ist, dass Frauen sehr wohl auch davon betroffen sein können und gar nicht mal so wenige. Und ich stehe seit ungefähr 10 Jahren im Labor und in der Forschung für die neueren Modelle an Kunstherzen und gerade auch der totalen Kunstherzen. Und immer wenn ich ein System in die Hand bekommen habe, habe ich gemerkt, das Ding ist zu groß. Insofern, dass ich ja auch in Menschen operiere und auch Menschen so eine Operation durchführe und ich auch schon Frauen am Tisch hatte, wo ich dieses System einfach zwar vielleicht reinbekommen habe, aber den Patienten nicht mehr zubekommen habe. Und es ist ein völlig normaler Prozess, nicht nur, weil ich eine Frau bin, aber es spielt schon eine Rolle, wenn man viele am Forschungstisch Frauen hat, dass man dieses Thema halt noch ein bisschen mehr zum Thema macht. Und das ist halt immer Fakt, dass die aktuellen gängigen Systeme, die auf dem Markt sind, wenn sie denn gerade nicht mal vom Markt sind, halt mehr in Frauenbrustkörbe und in schmalere Herrenbrustkörbe einfach nicht passen. Und das ist, muss die Intention der Forschung sein, kleinere Systeme zu entwickeln, die genauso viel fördern wie ein größeres, damit jeder davon profitieren kann. Weil, wie gesagt, das Thema Frauenmedizin ist ganz groß und wird noch mehr zum Thema, erst recht, wenn wir da am OP-Tisch stehen und wir haben kein Modell dafür. Es ist sozusagen nicht nur eine wundersame Geschichte, dass sozusagen teilweise die Herzen oder die Kunstherzen, die verbaut werden, zu groß sind für weibliche Brustkörbe, sondern dass wir Stand heute, 20. Oktober 2022, gar kein Kunstherz haben, dass wir sozusagen auf beide Seiten, für beide Seiten des Herzens verbauen könnten. Wie kann denn das sein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das muss man momentan erstmal auch so aufklären, dass es bis vor kurzem ein pneumatisches System gab, das totale Kunstherz von den Amerikanern entwickelt, das bis vor kurzem im Einsatz war und seit März eigentlich nicht, weil es die CE-Zulassung in Europa verloren hat. Aber es gab 2020 auch die Implantation eines französischen Kunstherzens. Was der aktuelle Stand ist, ist nicht so ganz sicher. Die waren kurze Zeit implantiert worden, sind jetzt aber kurz wieder vom Markt, um bald wieder aufzulaufen. Man sagt in diesem Monat noch. Und es ist halt für mich halt nur dramatisch, dass wir aktuell keine richtige Alternative für den Patienten haben. Es liegt an verschiedenen Gründen. Aber wenn ich so die Forschung betrachte, brauchen wir nicht nur ein oder zwei Geräte auf dem Markt, die mal weg sind und wieder da sind, sondern wir brauchen halt noch viel mehr, fünf, sechs Stück, dass wir immer auf irgendeins zurückgreifen können. Und das Problem ist halt meistens immer halt das Geld, das ist das schöne, gute, alte Geld. Denn die Finanzierung solcher Forschungsprojekte ist eine teure Sache. Aber den Leuten zu erklären, den potenziellen Investoren zu erklären, wie wichtig sie ist, das ist die andere Seite. Und da müssen halt Fachleute sprechen und Leute, die einfach auch die operative Erfahrung da drin haben und nicht nur einfach sich belesen und sich einfach schlau reden, sondern einfach mal die Leute und Menschen zu fragen, die am Tisch da im Schweiß stehend versuchen, da irgendwelche Dinge zu entwickeln, die natürlich viel einfacher laufen könnten, wenn wir viel mehr Geld hätten. Jetzt sozusagen vom Fach zu dir als Person wechselnd, du bist sozusagen die Tochter von türkischen Einwanderern, die nach Deutschland gekommen sind als Gastarbeiter. Du bist eine Frau und hast aber in mehreren Interviews schon gesagt, dass das Thema Migrationshintergrund in der Medizin eigentlich zumindest kein Nachteil, vielleicht sogar ein Vorteil war. Das Thema Frau ganz eindeutig ein Nachteil. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, warum das eine hilft oder sozusagen nicht schadet und das andere so problematisch ist. Du bist, klar ist Herzchirurgie eine Männerdomäne. Das wird dir schon beigebracht mit dem ersten Schritt in den OP als kleine Studentin. Ja? Und ich kann das auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Ja, wir wissen, es ist eine Männerdomäne und es liegt an uns gerade, an den Frauen, die erfolgreich sind nun mal in diesem Fachbereich, dass man dieses Fach auch noch mal über die schönen Seiten des Lebens redet. Du bist als junge Studentin natürlich gern gesehen, weil alle wissen, wir sind fleißig, wir sind zuverlässig, wir machen einen guten Job, wir sind willig. Und viele junge oder ältere Kollegen sehen dieses Feuer in deinen Augen und nutzen das für sich selber aus, für den Patienten aus. Aber ich sage immer, ich habe es für mich selber auch ausgenutzt, weil ich dadurch viel gelernt habe. Aber dann kommt eine gewisse Zeit und die fängt dann meistens so mit 35 an, wo du dann nicht nur dein chirurgisches Selbstbewusstsein stärkst, sondern auch dein charakterliches Selbstbewusstsein gestärkt ist und du auf einmal Visionen und Ideen hast, die du an den Tag legst und du merkst, das ist gar nicht erwünscht. Und du guckst dir halt die Kollegen an, die männlichen, und da ist es durchaus erwünscht. Und du lernst es ja auch so als kleine Studentin und du fragst dich, warum ist das bei mir nicht so? Und ich sage immer, da gibt es einen gewissen Knacks, aber in einem bestimmten Alter, gerade bei Herzchirurginnen, wo du sehr schnell gucken musst, inwieweit gehst du nach vorne, brechst du nach vorne, sagst du das, was du willst gerne oder hältst du lieber die Klappe, damit du keine Nachteile hast. Ich bin eher so vom Typ her eine, die eher nicht die Klappe hält und gerne sagt, was sie denkt, weil ich auch mit all meinen chirurgischen Fähigkeiten auch dahinter stehen kann, was ich da auch von mir gebe. Also von daher ist Frau-Dasein schon ein Problem in der Herzchirurgie, generell in der Chirurgie. Es wird ein bisschen besser, aber die Herzchirurgie ist tickt dann noch ein bisschen, noch hierarchischer und noch ein bisschen mittelalterlicher, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, das ist mein Job und ich sehe auch meinen Job da drin, das ein bisschen aufzuweichen. Und mein Migrationshintergrund, wie gesagt, ich selber thematisiere es nie. Es wurde nie im OP thematisiert. Ich habe viele Lehrer gehabt, die einen Migrationshintergrund hatten. Und am Ende des Tages spricht nur die Sprache der Chirurgie und nicht der Muttersprache. Jetzt bist du aus dem Klinikalltag raus, bist aktuell Chefärztin in einer Privatklinik, aber jetzt quasi schlägst du das neue Kapitel auf in naher Zukunft und planst sozusagen eine eigene Herzklinik zu starten. Vielleicht kannst du unseren Zusehern dazu ganz kurz was erzählen, was du da geplant hast. Ja, also ich, klar könnte man sich als erstes fragen, wieso ist sie nicht in einer normalen Klinik? Und ich habe das knapp ein Jahr lang versucht, eine mir gerechte Position zu finden in einer hier bestehenden Klinik, 78 Stück an der Zahl in Deutschland, eine leitende Position. Aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Es hatte verschiedene Gründe, laut Aussage derjenigen, mit denen ich meine Gespräche geführt habe, entweder zu überqualifiziert oder zu bekannt oder
weiß ich nicht, einfach ignoriert. Das gibt es ja auch. Das können ja die ein oder anderen Chefärzte auch immer sehr gut. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Art und Weise, mit meiner medialen Präsenz, mit der Forschungsarbeit, die ich betreibe und in der ich auch sehr erfahren bin, in das bestehende System einfach nicht reinpasse und auch keine Lust mehr habe, darauf zu warten, dass ich in irgendeiner Form Postform gerecht werde. Und ich habe ein Jahr lang auf eigene Kosten gelebt und mir gedacht, Dirk, so, was machst du denn jetzt? Ich hätte in das die Fachrichtung wechseln können, in die Allgemeinmedizin gehören, was viele meiner Kolleginnen dann tun, die sehr gut sind. Aber ich wollte das einfach nicht. Ich bin eine gute Herzchirurgin. Ich weiß, was ich kann. Ich bin zu lange in der Forschung und habe ein Fachwissen, das ich mir angeeignet habe. Und ich muss das an den Mann oder an die Frau bringen. Und ich lasse es mir einfach nicht nehmen, mich vom OP-Tisch wegstellen zu lassen. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, Dilek, wenn dich diese 78 Herzzentren nicht wollen, dann machst du einfach deine eigene Klinik auf. Und es wird eine Privatklinik, weil es anders nicht geht in Deutschland. Aber wir werden auch versuchen, die Kassenzulassung zu bekommen. Aber ich werde ja in naher Zukunft meine eigene herzchirurgische Klinik eröffnen, wo wir den Patienten von der Prävention bis zur Herzoperation und dazwischen alles bieten werden. Und ich sehe das ganze Projekt nicht als Risiko, weil ich erstens an meine Fähigkeiten glaube, aber auch an die Sache an sich, weil es muss sich was bewegen in der Herzchirurgie. Und wenn ich das in irgendeiner Form schaffen will, dann muss ich das in meinem eigenen Unternehmen tun. Jetzt, wir müssen leider schon zum Ende kommen, aber als Herzchirurgin hast du sicher Verständnis für Zeitdruck. Aber bevor wir abschließen, noch eine Meldung in eigener Sache. Wir haben ja diesen Women's Summit gestartet als Teil einer größeren Initiative rund um die Forbes Women-Kampagne. Da erscheint in naher Zukunft auch ein Magazin. Und wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet. Der Grund, warum ich die Dinge weiß, die ich weiß, ist ja, dass quasi ich dich schon interviewt habe vor ein paar Wochen. Und für all jene, die mehr über die Dilek und viele andere Frauen erfahren wollen, haben wir ein Magazin vorbereitet, auf dessen Cover Dilek Gürsoy strahlt, hoffentlich. Das kann man jetzt vorbestellen. Es ist ab Anfang November lieferbar und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn viele von euch sich das schnappen. Dilek, du bekommst es natürlich, wenn es fix und fertig ist, auch zugeschickt. Aber das ist jetzt auf Forbes.at im Shop vorbestellbar und bald auch als E-Paper und Magazin erhältlich. Eine große Ehre. Vielen, vielen Dank auch an die liebe Janina und an Wolfgang. Dilek, vielen Dank.